Gelesen, Wölfe in der Schweiz, eine Rückkehr mit Vogeln, von Elisa Frank und Nikolaus Heinzer. Es geht weniger um den biologischen Aspekt des Wolfs als um seine Rückkehr und was das mit uns Menschen macht und trägt zum besseren Verständnis von Konflikten bei. Es gibt in dem Buch eine Art Auslegeordnung, die sich packend liest, auch dank dem Beizug von Betroffenen aller Art. Also das junge Autorenteam hat sich austauscht mit Wildhütern, mit Behörden, mit Fachstellen und mit Nutztierhaltern. Die verschiedenen Bedürfnisse unserer Gesellschaft werden ausführlich beschrieben, erklärt und mittels Feldstudien untersucht. Es wird also nicht oberflächlich behandelt. Das Buch ist die ganze Wolf-Diskussion wird wissenschaftlich geführt, aber sehr verständlich formuliert. Die jungen Autoren Elisa Frank und Nikolaus Heinzer liefert eine sehr gute Übersicht, hat noch andere Autoren in dem Buch und am 22. März findet eine Lesung im Wortreich statt.